Ja, hier ist wieder euer Lord Titan alias Sven Duncan. Einen kleinen Beitrag mache ich hier noch, weil ihr seht hier auch an den Zeiten, dass das gerade wieder reingekommen ist. Also KSI sagt ja auch, er ist 100% Israele. Wie könnte ich behaupten, dass er rechts wäre? Rechts hat nichts mit der Nation zu tun. Rechts hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Rechts hat nichts mit den beschissenen Glauben irgendeiner Ideologie zu tun. Ja, sondern rechts ist das Verhalten des Menschen, wie er sich mit anderen Lebewesen und Menschen verhält. Das macht aus, ob er eben unter anderem ein rechtes oder auch asoziales Verhalten hat. Ja, aber da dieser KSI das nicht kapiert, muss man ihm das wohl nochmal genau sagen. Und das zeigt auch eben, gut, dass er das hier zeigt, seine Dummheit. Er zeigt hiermit klar auch eben, dass Ausländer auch teilweise hier eben in Deutschland leben, die rechts orientiert sind. Und es nicht mal verstehen, was eigentlich rechtsorientiert heißt. Ja. Oder eben linksorientiert oder eben sozial und menschlich. Und was sie machen, ist eben rechts asozial, ne, bis teilweise nazihaftes Verhalten. Ja. Ja. Und eben auch, dass er hier diese Fehldiagnose Schizophrenie hier reinhaut. Ist klar eben wieder eine rechte Verfolgung, um mich mundtot zu machen. Das habe ich auch im Video schon beschrieben. Man hat versucht, mich mundtot zu machen. Man hat mich für paranoid schizophrenie erklärt, um die Wahrheit eben nicht durchzulassen, dass ich die Wahrheit eben nicht verkünden kann. Das sind eben genau solche Leute, die eben in Schulen als Lehrern sitzen oder eben auch in Krankenhäusern als Ärzte, unter anderem auch bei Psychologen und Psychiatern, eben auch Regierung oder eben auch wo auch immer, sitzen solche radikalen rechten Ideologisten. Und es ist eine Schande. Ja, und sowas gehört hier auch eben nicht rein, ja. Und ja, Opa Fix zeigt schon allein in seiner Angabe vom Namen her, was für eine Schwuchtel er ist. Na, und dass er nichts im Leben rafft. Ja, ja dieser KSC ist eben nicht ganz klar im Kopf, ja. Und sind die alle hier nicht, ja, die sich hier äußern, ja. Ja, ich bin Deutscher, aber ist auch egal, das kommt jetzt hier ein bisschen durcheinander, aber hier eben, wenn der Beitrag gleich nochmal kommt, wenn der hier vorbei ist, dann kommt nochmal eben die Einblendung. Hier schreibt NWO Kai, dass ich angeblich nicht deutsch wäre, ich bin aber Deutscher und bin sozialmenschlich eingestellt. Ich habe auch nichts gegen andere Menschen, auch nicht aus anderer Herkunft oder eben andere Hautfarbe. Ich bin ein sozialer Mensch, ja, bin eben auch ein wichtiger, wertvoller Teil dieser Gesellschaft. Eben als sozialer Mensch bringe ich mich sozial ein für soziale und menschliche Werte, was das höchste Gut ist und eben über eurer blinden materiellen Perfektionswelt steht, ja, von den euch rechten Arschlöchern. Ja, und ja, Karl hier wieder, du bist rechts, ja, du äußerst dich rechts, du verhältst dich rechts, dann bist du auch rechts. Das hat nichts mit deiner Hautfarbe oder Herkunft zu tun. Ja, aber eben solche Leute begreifen das nicht, ja, die sind, ja, die sind wirklich krank. Ja, das sind eben die kranken Leute, die wirklich im Gehirn einen Schaden haben, ja, und auch eine Gefahr sind für Deutschland, eine Gefahr sind auch für die Gesellschaft global gesehen, für die Gesellschaft auf der Erde. Ja, egal ob das in Amerika ist, Afrika, Syrien oder sonst wo, ja.